Es ist einfach wieder alles weg. Oha, Leute, Hilfe! Was ist denn hier passiert? Aber so wie es aussieht, ist das schon wieder weg. Es ist wieder was gekauft worden. Es ist einfach schon wieder was verkauft worden. Es geht ab. Was ist denn los? So, Leute, es ist mal wieder soweit. Ich muss wieder neue Kupfer nachlegen. Ich habe eben gerade wieder umgewandelt. Hau die ganzen Teile rein. Sorg dafür, dass das durchgebraten wird. Denn so wie es aussieht, die Shops sind schon wieder alle. Und zwar komplett. Die Leute wollen mich doch ärgern. Aber die Dias nehme ich gern. Jedenfalls muss ich dann halt immer nachfarmen. Und ich werde auch zusehen, dass ich hier wieder neu nachfarmen muss. Hier wird erstmal nochmal neue Kupfer jetzt durchgebrannt. Ich habe hier nochmal eine komplette Kiste Raw Copper reingeschmissen. Und ich zeige euch gleich mal was ab gegen Shopping District. Ancient Debris müssen wir auch nachfüllen. Genauer gesagt farmen. Ah, viel zu tun, Leute, viel zu tun. Okay, Leute, es ist soweit. Dann zeige ich mal ganz kurz, was abgeht. Kupfer brennt hier am Ofen noch durch. Ancient Debris Shop. Schon wieder alle. Ich habe doch erst im Vorstream, also hier davor, noch ein bisschen Ancient Debris gefahren und einen ganz langen Tunnel gebuddelt. Und aus dem Tunnel habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen halben Stack rausgezogen oder so, 28. Das ist wieder alles weg. Es ist einfach wieder alles weg. Jemand war einkaufen. Ja, ganz ehrlich, ich sollte mal ein Crafting Table reinstellen. Ist ja ganz furchtbar. Mache ich jetzt auch gerade mal. Also das können wir schon mal zusammenfassen. Dann, ja. Einfach Crafting Table. Ich packe den mal hier hin. Und dann machen wir die Ender Chests. Und die packe ich mal hier hin. Und jetzt passt das schon wieder ein kleines bisschen besser. Ja. Das wieder mit. Das zurück. Und, ja. Wir haben ganz viel Dias. Ah, Leute. Ist ja schön gut, wenn das immer Diamanten gibt. Das Problem ist aber auch, dass wir das irgendwie mal unter Dach kriegen müssen, dass wir mal richtig vorsorgen. Also so richtig. Wenn leer gekauft wird, kann ich Ressourcen einfach nachlegen. Wir müssen eine abartige Farm-Session demnächst mal machen, wo wir einfach massig an Zeug holen. Dass wir nicht immer neue nachfahren müssen, jedes Mal, wenn der Shop leer ist. So, dann gucken wir in den Kupfershop. Also oxidiertes Kupfer ist irgendwie nicht so beliebt. Ne? Aber das Kupfer hier, da geht schon wieder ab. Das Fass ist auch komplett leer. What's going on here? Ja, da müssen wir mal gucken. Da die Lesenrichtung von links nach rechts ist, würde ich einfach sagen, also der Shop ist ja, also erstens Ancient Debris noch da, das ist auch noch da. Ich muss also jetzt nicht unbedingt unmittelbar Sorge haben und so. Sowas in der Art. Also ein komplettes Fass ist noch da, dann links ist noch da, das ist noch da. Das ist halt jetzt leer, aber ist nicht so schlimm. Ja. Können wir machen hier. Würde ich sagen. Gut. Es ist einfach die Shops leer aufhören. Dann weißt du, am Anfang habe ich mir so gedacht, boah, ob das überhaupt irgendjemand kauft, irgendwie schwierig. Aber seitdem ich auf einen Stack ein Dia gemacht habe, seitdem geht's ab. Also hier vor allem Ding. Und Ancient Debris, ja, wird auch Nachfrage. Leute, wir müssen ein bisschen nachgrinden, ein bisschen Ressourcen nachholen und mal gucken, wie wir das jetzt alles hinkriegen. Let's go. Ja, Leute, gesagt, getan. Ich bin da mal wieder im Nether an der Ancient Debris Farm Stelle. Ich habe die auch mal ausgebaut hier, die Gänge, ne? Also, ich kann ganz entspannt von meinem Nether-Portal bis hierhin fliegen. Ich habe 3x3, hier, 3x3, oder nee, 3x4, genauer gesagt, ausgebuddelt. Und das ist echt sweet. So, das ist der letzte TNT-Vorrat, den ich dabei habe. Ich schätze einfach mal, ich kriege da jetzt raus. Wie sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Weiß nicht, um die 30 nochmal. Nochmal weitere 30 Ancient Debris ungefähr um den Dreh. Plus, minus, kriegen wir raus. Und dann würde ich den Shop nochmal auffüllen, das Ganze fast voll machen. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was ich eigentlich mal machen sollte? Ich sollte mal einen Tag oder irgendwie sowas, 12 Stunden Grind zerschneiden, ich weiß es gar nicht. Einfach um da 5 Fässer voll mit Ancient Debris hinzustellen, damit die auch safe erstmal nicht leer werden. Und am allerbesten auch dasselbe noch mit Kupfer machen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wobei, ja, 5 Fässer gehen ja noch, sag ich jetzt mal. Das ist ja nicht mal eine Sache von einem Tag. Geht dann noch viel schneller. Egal. Wir machen wieder eine kleine Ancient Debris Farm und Spreng-Session. Anders geht's nicht. Und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis. Und gucken wir mal, ob wir wieder nachlegen. Let's go, Leute. Oha, Leute, Hilfe! Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott! Ja, darf ich vorstellen. Erstens ist Ancient Debris, das nehme ich mit. Gerade per Zufall hier angehalten. Ich bin dann weiter jetzt hier mal durch den Nether geeiert und, ne? Ich bin mir nicht sicher.
ob ihr hier so, ne, das noch wiedererkennt. Wer von euch... Oh, Frage an die Zuschauer. Frage an die Zuschauer auf... in den Kommentaren. So, let's go. Habt ihr Minecraft bereits schon gespielt, als Netherrack noch diese Textur hatte? Ja oder nein? Also ich bin der Beta 1.5 dazu gekommen und da müsste Netherrack noch diese eine Textur haben. Da sah der Nether so aus. Grausig einfach. Grausig und trist. Guckt es euch an. Schaut es euch einfach an. Also wie gesagt, oh, die Totems. Guckt euch die Totems an. So sahen die alten Texturen aus. Die neuen Items haben logischerweise auch ein neues Aussehen. Ne? Nether Quartz, oh, das geht noch. Karotten. Die Goldkarotten, Firework-Betten und sowas. Aber hier Elytra und Axt und sowas ist halt ein neues Item. Die haben keine alte Textur, deswegen geht das nicht. Ein Knochen, der sah so aus. Der Totem einfach, Leute, Fun Fact. Dieses Totem war sogar mal das Sub-Icon bei mir auf Twitch. Haben wir das irgendwann mal geändert zum neuen? Nee, es hat immer noch das alte. Oh mein Gott, das ist immer noch das... Ich muss das mal updaten. Wir müssen mal die neue Textur vom neuen Totem nehmen. Leute, 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 Dinge passieren hier. Ganz ehrlich, wenn ich das hier mache oder mit den alten Texturen einfach nochmal Minecraft spiele, dann, ganz ehrlich, da kriegt er die Krise. Ich habe das Gefühl, mir fällt Ancient Debris überhaupt gar nicht mehr auf. Also wenn das mal hier hing, also das war irgendwie nicht so deutlich sichtbar, ganz komischerweise. Ganz, ganz weirde Nummer. Achso, wie kriegt man das hin? Options, Resource Packs. Ich habe mal das Programmer Art, also der Classic-Look von Minecraft reingemacht. Jemand hatte gefragt, warum mein Netherrack so gut aussieht, in Anführungszeichen das Normale so mies, aber der hat einfach seit 20 Jahren kein Minecraft mehr gespielt, glaube ich. Das ist der normale Look. Oh, tut wieder gut. Das ist der normale Look von Ancient, von Netherrack. So sieht das normal aus. Das ist Standard. Da habe ich nichts modifiziert. Aber ich schätze mal, die meisten kennen das einfach gar nicht mehr. Ja. So ist es halt. Also, der hat 20 Jahre kein Minecraft mehr gespielt, ganz einfach. So, aber das ist die normale Standard-Text. So, okay. So, also ich muss mich erstmal ganz kurz wieder dran gewöhnen. Ich habe das Gefühl, dass die alte Netherrack-Textur, die macht was mit den Augen. Die ist zu grisselig und die ist viel smoother und da kannst du ein bisschen besser hier klarkommen. Okay, so, nur so nebenbei wollte ich nur mal erwähnt haben, weil das gerade witzig war. Dann geht's auch schon weiter und ich fahre mich hier weiter durch. Leute, ich war gerade am Einsammeln vom Ancient Debris. Ich muss sagen, dieser Gang ist so abartig saftig, ihr ahnt es ja gar nicht. Dann baue ich hier oben in der Ecke was ab und jetzt bitte einen Among Us Sound einblenden. Da ist einfach eine Nether-Festung drüber. Ja, kann man mal machen per Zufall. Was sagt die Karte? Oh, okay, das erklärt's. Ja gut, ne? Wo bin ich denn hier eigentlich? Ach, hier unten ist meine Sprengstelle. Ja, schön. Die Map sagt schon mal einiges. Geil. Das ganz per Zufall das aufgegraben. Das ist mir auch schon mal passiert. Beim richtigen Ancient Debris Full Netherite Beacon springen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut hier. Der muss noch weg. Hawklins haben so viel Leben irgendwie. Ganz weird. Okay, ich mache mich hoch. Wir sammeln ein kleines bisschen weiter ein. Ich dachte, euch den Point of Interest zeige ich euch noch. Leute, ich bin durch hier das komplette Ding einmal jetzt durch. An diesem einen Gang waren jetzt 31 Ancient Debris drin und ich glaube, ich habe nur die Hälfte meinem TNT. Ja, ich glaube so 3 Stacks. Ein bisschen mehr als 3 Stacks TNT habe ich verwendet. Das ist absolut überdurchschnittlich, glaube ich. Das war ein absolut geisteskranker Gang. Ja, kann man mal so festhalten. Ich werde nichtsdestotrotz dennoch die restlichen Stacks einfach mal wegfeuern, damit wir die weg haben. Und mal gucken, wie es jetzt drüben noch gibt, aber nicht nochmal so viel, glaube ich. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier geht's rein. Wir machen den nächsten Gang und ich zeige euch auch, was hier rauskam.
Okay, Leute, wir haben leicht überdurchschnittlich gesammelt insgesamt. Ihr seht es in der Hotbar, wir haben 61 Ancient Debris zusammengekriegt von den paar Stacks TNT, die ich noch übrig hatte. Das ist wirklich überdurchschnittlich. Normalerweise kriegt man da nicht so viel raus. Ich glaube, ich bin noch nicht mal eine Stunde hier am Farmen gewesen. Dennoch habe ich hier so viel rausgezogen. Alles klar? Alles klar. Ich habe nicht genug TNT gehabt, um den Gang komplett fertig zu machen. Das heißt, der geht jetzt noch erstmal eine Weile. Da kann ich das nächste Mal weiter wieder ansetzen und zurückspringen. Ich laufe jetzt zurück in den großen Gang. Ja, und dann geht es auch da schon wieder zurück. Der Gang war wirklich auch hier sehr, sehr lang, aber es ist einfach insane viel drin. So, für wie viel reicht das? Ein Fass hat 27 Slots. Das heißt, ich würde beide Fässer voll kriegen und jetzt sogar noch was übrig. Also, ja, Netherite Shop ist damit vollständig aufgefüllt. Das hat ja so, weiß ich, ich sag mal eine Stunde gedauert. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, es war nicht ganz eine Stunde. Okay. Ja, bis das verkauft, das Video ein bisschen dauern. Also, gehen wir mal weiter. Und demnächst ist noch Kupadon. Und wir landen mal beim Ancient Debris Shop. Muss ja noch hier vervollständigt werden, deswegen einmal rein. Wie satisfying ist das? Und nochmal einmal rein. Das haben wir jetzt alles gefarmt und wir haben noch 14 übrig. Und die Leute sagen ganz dringend, ich soll mal meine eigene Schaufel upgraden. Vielleicht kann ich mit ein bisschen Ancient Debris auch mal meine eigene Schaufel upgraden. Ich habe ja noch ein kleines bisschen übrig. Ja, wir machen mal ein eigenes. Wir machen mal ein eigenes. Dann upgrade ich diese eine Schaufel. Ich habe noch eine zweite Schaufel mit Siegtouch. Das war nochmal eine Geschichte für jemand anders vielleicht. Okay, gut. So. Und da muss ich noch Kupfer machen. Sag mal, ist hier ein neues Haus entstanden? Hier ist ein neues Haus entstanden. Von wem ist das Haus hier? Achso. Er hat sich für Early Boy ein Haus gewünscht. Und Flocke hat Early Boy jetzt ein Haus gebaut. Das heißt, Early hat es nicht selbst gebaut, sondern Flocke hat Early Boy als Weihnachtsgeschenk das Haus gebaut. Sehr gut. Leute, jetzt dachte ich schon, ich habe den Ancient Debris Shop durch. Ich habe ja auch nochmal Kupfer, meine letzten Reste hier zusammengekratzt und reingelegt. Aber so wie es aussieht, ist das schon wieder weg. Der ist schon wieder gekauft worden. Ich habe doch hier so Not aufgefüllt mit dem Zeug, was ich noch hatte. Aber ja, es sind noch 7 Stacks übrig. Okay, keiner will oxidiertes Kupfer. Warum will niemand oxidiertes Kupfer? Die sind ein bisschen teurer, weil schon voroxidiert. Aber keiner will die. Okay. Ja, dann habe ich erstens nochmal Dias gekriegt. Zweitens müssen wir gucken, dass wir nochmal Kupfer farmen. Ich habe ja noch was im Ofen. So. Ich habe da noch was vorgeheizt. Ich habe schon mal Ober- und Unterhitze eingestellt. 200 Grad. Und die Pizza kommt gleich rein. Nee, die Pizza ist durch. Ich habe nämlich jetzt, seitdem ich das gemacht habe, noch ein kleines bisschen am Planeten weitergebaut. Aber in der Zwischenzeit sollte das durchgebrutzelt sein. Und wir gucken da mal rein. Dann nehmen wir da mal sämtliches an Copper raus. Das müsste eigentlich jetzt fertig sein. Also die Flüge dauern wieder eine Weile. Und packe ich das vorne rein. Dann kann ich nochmal auffüllen. Aber ich muss, Leute, ganz dringend, wir gehen gleich Kupferfarmen. Auf dem Weg, ja, die Wege sind weit. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt um Elytra, das Game ist schon ein bisschen länger. Ich finde, es geht noch. So, es geht, es geht, es geht. Ich habe mich dran gewöhnt und jetzt sind wir doch wieder recht eng aneinander. Naja, so, ich habe ein bisschen Kupfer noch durchgebraten. Das heißt, ich könnte wieder die komplette Kiste auffüllen. Ja, genau, weißt du was? Ich mache das mal hier ins Inventar, so. Da kann ich das schon mal zu Blöcken zusammenfassen, alles gut. Brennt eigentlich noch was nach? Nee, hat alles durchgebrannt. Alles durchgebrutzelt. Sehr gut. Und der Ofen funktioniert einwandfrei. Leute, ab sofort, so ein Ofensystem müssen wir jedes Jahr bauen. Vielleicht mal ein bisschen anders oder sowas, aber wir müssen ein auf Baumlied basiertes Ofensystem bauen. Ansonsten, ja. Gut. Dann düsen wir wieder ein Shopping-Gestrick. Gucken mal, wie viel das hier ist. Füllen wieder auf, selbstverständlich. Und wir gehen auch nochmal hin und farmen neu nach. Ja. Gut, ich bin dann da. Wir packen mal alles rein. Ich hätte das auch noch mit einer Folge gezeigt, damit ihr mal Bescheid wisst, was so abgeht. Und, ja. Hier seht ihr einen Sparky beim Arbeiten. Rein da, rein da. Und hier drüben, ey, ich habe mehr als zuvor. Also, ich habe auch immer noch ein paar Stacks Erze übrig. Ich glaube 2 oder 3. Das heißt, die hätten wir auch noch mal zur Not. Gut. Aber es ist wieder ordentlich Kupfer im Angebot. So, und das ist jetzt, ich weiß nicht, die eine oder andere Stunde her, seitdem ich hier war. Ich habe ja auch den Ancient Brick Shop eben noch aufgefüllt in der Folge. Habt ihr hoffentlich bisher noch nicht vergessen. Bei mir ist jetzt 2 Stunden her, aber ne, wir verbringen ja viel Zeit und es geht immer sehr viel Zeit und dann gehen die Folgen rein. Es ist wieder was gekauft worden. Es ist einfach schon wieder was verkauft worden. Es geht ab
Was ist denn los? Die Leute sagen, ja, mittlerweile jetzt hat jeder sein Ancient Debris, du wirst nicht mehr so viel verkaufen. Jetzt habe ich das 3 Wochen nach Start geclaimed. Als ob. Das geht hier komplett ab. So, dann packen wir nochmal rein. Ich muss mal die Dias und alle zusammen craften und sowas. Es sind einfach 20 Dias wieder reingeflattert. Einfach nur in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, ich muss nochmal mehr. Ich muss hier mehr Fässer reinhauen. Ich sag's euch, wir fahren mal so 1000 Ancient Debris. Nee, gut, so viel wahrscheinlich nicht. Aber dass wir einfach mal ein bisschen hier, ne, auf Kante haben. Gut, darf ich vorstellen, wir haben soeben den Full-Dia-Beacon überschritten, weil du brauchst nämlich 64, 64 und 36. Ich habe jetzt 64 und 47. Das heißt, wir haben offiziell jetzt einen Full-Dia-Beacon und natürlich auch noch die Erze, aber die wollte ich vielleicht für Deko nehmen. 100 Erze nochmal, sogar 2 normale. Aber wir haben endlich einen Full-Diamond-Beacon. Und das ist fein, das ist fein, das ist fein. Das kommt weg. Den Rest tue ich mal rüber und wir holen noch ein bisschen mehr nach. Und natürlich noch ein bisschen mehr. Das ist so meine Kleingeldkasse. Leute, wir können sowas von shoppen gehen, wenn wir es brauchen. Wir können sowas, ich weiß nicht, ob ich Schleim auf Vorrat kaufen soll. Vom Rumathendril Shop. Bin ich noch mal überlegen, weil ich den vielleicht irgendwann mal brauchen werde. Aber, ja, mal schauen. Ist noch gut drin. Leute. Ich gehe nochmal Kupfer fahren, würde ich sagen. Okay, Leute, Kupfertour ist durch. Wie viel Kupfererz haben wir nochmal nachgeholt? Einen guten Batzen. Ich habe die größte Kupferader meines Lebens aber gefunden. Die habe ich nicht mal zur Hälfte leer geplündert. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Stacks Blöcke. Ja, da darf ich einen Teil wieder umwandeln, ne? Und wieder brennen und wieder reinbringen und so weiter und so fort. Das geht dann ab. Ja, aber da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie noch hinkriegen.